Herzlich willkommen im Handelsleuten. Es folgt ein Beitrag zum Investmentgeschehen. Für getroffene Äußerungen jeder Art kann keine rechtliche Verantwortung übernommen werden. Insbesondere sind mögliche Annahmen und Voraussichten nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen. Der nächste Crash kommt bestimmt. Ich unterstelle, dass die Allgemeinheit denkt, der letzte Crash war zum Beginn der Corona-Pandemie und danach kann es nur noch aufwärts gehen. Ich behaupte jedoch, der Corona-Crash war kein Crash, sondern nur eine größere Korrektur. Der richtige Crash kommt erst nach Corona. Beginnt jetzt eine Diskussion? Voraussetzungen für einen Börsencrash sind Euphorie, ein überteuerter Markt und ein unerwartetes Ereignis. Corona war zwar ein unerwartetes Ereignis und der Markt war auch überteuert, allerdings herrschte keine Euphorie. Laut der Statistik muss sich der Aktienmarkt durch einen Börsencrash mindestens halbieren. Ansonsten ist es kein Crash, sondern eine Korrektur. Das war durch Corona nicht passiert. Corona ist hoffentlich bald vorbei. Bitcoin ist ebenfalls gefallen, sodass der Börsencrash nicht hieraus entstehen kann. Nach Corona kann es nur noch aufwärts gehen? Dies führt zur Euphorie, welche ein Crash benötigt. Der Aktienmarkt ist allgemein noch immer überteuert. Sobald dann ein größeres, unerwartetes Ereignis eintritt, müsste es zu einem großen Crash kommen. Und insbesondere der amerikanische Aktienmarkt ist heiß gelaufen. Zum Beispiel Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet. Und somit liegt dieser weit über seinem Buchwert. Hieraus erwarte ich einen Aktieneinbruch von mehr als 90%. Meine persönliche Aussicht für die Zeit nach Corona. Der Aktienmarkt wird einige Zeit neuen Schwung gewinnen und nach oben schießen. Dadurch wird der Aktienmarkt zunehmend euphorischer werden, sodass irgendwann zunehmend uninformierte Kleinanleger einsteigen. Dadurch streichen große Trading-Agenturen zusätzliche Gewinne ein, welche sie in diesem überteuerten Markt jedoch irgendwann absichern wollen. Sobald es zu einem größeren, unerwarteten Ereignis kommt, wird der Aktienmarkt ganz tief crashen. Alle erfahrenen Marktteilnehmer werden abgesichert sein oder ausgestiegen und bei einer größeren Kursbewegung nach unten automatisch aussteigen, sofern noch nicht geschehen. Die unerfahrenen Kleinanleger, die während der Euphorie stiegen, bleiben auf ihren Verlusten sitzen und die Profis steigen wieder ein, wenn der Markt weit unten ist, um weitere Gewinne mitzunehmen. Jetzt ist Zeit zur Diskussion. Ich bitte um Teilnehmer in den Kommentaren. Wie denkt ihr darüber? Wie wird sich der Aktienmarkt in der nächsten Zeit verhalten? Bei friedlichem Verlauf werde ich mich gerne an der Diskussion beteiligen. Und zum Abschluss noch ein kurzer Vers zum Börsencrash. Sei vorbereitet auf den Crash. Das ist die Chance zum großen Cash. Gerätst du unvorbereitet da hinein, tust du wohl bald allen leid. Planen und Vorsicht sind stets gefragt, auch wenn der Übermut dich manchmal plagt. Mut ist zwar ganz klar gefragt, jedoch man besser nie gemeinsam mit der Masse jagt. Achtung!